Deutschlands früherer Bundeskanzler Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben. Die zuständige Schiedskommission der Partei in Hannover erklärte, Schröder könne kein Verstoß gegen die Parteiordnung nachgewiesen werden. Das Gremium sieht damit keine Grundlage für eine Rüge oder gar einen Parteiausschluss. Der 78-Jährige steht unter anderem wegen seiner Arbeit für russische Energiekonzerne in der Kritik.